Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir ein Unboxing von der Elektra Beauty Box vor uns, kann man das so sagen. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box kostet ab 13,50 Euro pro Box bzw. pro Monat, je nachdem welche Aboform du wählst. Und das ist eine Beauty Box, die recht neu auf dem Markt ist. Die hat eine Gruppe von Studenten ins Leben gerufen und Studentinnen. Und ja, die sind furchtlos, ne? Denn der Boxenmarkt ist ja wirklich hart umkämpft, um das mal so zu sagen. Ja, aber die liefern monatlich diese wunderschöne Box. Letzten Monat hatten wir eine Tasche tatsächlich und jetzt haben wir wieder das Elektra Beauty Box Format. Ich finde es ganz hübsch gemacht. Wir haben dieses Schleifchen da drum. Wir haben halt immer irgendwie eine Unifarbe von der Box und dann so ein schönes Schleifchen. Mega, ne? Also mir gefällt das. Mir gefällt auch dieses Lavendelfarbene. Passt schön in diesen Frühlingsmonat März und es ist sackenkalt draußen. Deswegen passt es auch, dass es diesen Blaustich hat durch das Lila. Denn Lila besteht aus Rot und Blau, ne? Genau. Und ja, was rede ich hier? Ne? Mir wird hier in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Mache ich super, super gerne. Und ich glaube, das ist jetzt die dritte oder vierte Box sogar schon. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit aktuell verrinnt, ne? Ich habe hier so in dem Sinne nichts zu verlosen, beziehungsweise ich kann euch keine Box verlosen, aber ich verlose ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, du solltest natürlich hier kommentieren, ne? Das wäre ganz nice. Am besten freundlich, denn freundlich ist immer nett. Und hier am besten mal abonnieren, das wäre auch ganz nice. Ja. Genug Eigenwerbung, ich möchte wirklich reingucken. Diese Ladies, die diese Box ins Leben gerufen haben, sind nicht nur furchtlos, weil sie sich dem hart umkämpften Markt stellen, sondern auch, weil sie etwas anders sein wollen. Die wollen hier nicht so überteuerte Beauty-Produkte reinpacken, wie andere Boxen, die Augencremes für 100 Tacken reinpacken, die leider Claudias Augenpartie kaputt machen und einfach nur teuer waren, um das mal so zu sagen. Nein, sie wollen hier sinnvolle Produkte reinpacken, die jede Frau auch wirklich gerne verwenden mag, aber auch Produkte, die uns so ein bisschen animieren, mal was Neues auszuprobieren. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt diesen Monat drin ist, denn ich weiß, dass die Ladies sehr maskenverrückt sind. Ähnlich wie ich. Die haben das schon ganz süß gemacht, ne? Also du hast ja auch ein kleines Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Du hast hier ein Herzenklebi, das ist schon süß. Und hier hinten, ach Quatsch, hier sehen wir auch, dass das Heftchen tatsächlich passend zur Box designt ist. Abonniere die Elektra-Box und erhalte tolle Rabatte und ein persönliches Geschenk für deine April-Box, ne? Das ist auch noch so eine Geschichte. Hier sind die Produkte kurz und knapp und auch mit Preisen beschrieben. Und jetzt mache ich mal das kleine Klebi auf. Ist schon süß. Ich will nichts kaputt machen. Oh nein, ich habe das Herz gebrochen. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Ich glaube, die Ladies sind genauso maskenverrückt wie ich. Ich bin ehrlich, ich bin ja echt ein Freak, was das angeht. Ne? Bling Pop Face Mask Soothing mit Aktivkohle. Und das ist eine koreanische Maske. Und bei uns im Marktkauf tatsächlich gab es einen Aufsteller von diesen Pop-Art-Masken. Und ich stand davor, weil eine Freundin hatte mir das auch empfohlen. Die hatte gesagt, oh, guck dir das mal an, die sehen voll fancy aus. Weil du auch wohl so aussehen sollst wie die Lady. Du sollst auch irgendwie so diese Punkte im Gesicht haben, ne? Muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich finde es sehr cool tatsächlich, dass wir die hier drin haben. Das ist soothing, das ist beruhigend, das passt. Schwarze Kohlemaske mit Bambusextrakten. Ich denke, ja, mache ich heute Abend einfach mal. Kann ich auf Instagram teilen, dann ist der Instagram, die Instagram-Story dann zwar online, bevor dieses Video online ist, aber wir kriegen das hin. Eduard P, Claudia rückwärts und ein P dahinter, falls du solche Momente mit mir nicht verpassen willst. Ist ganz cool, ne? Genau, die wird dann entsprechend heute Abend direkt gemacht. Haben die vielleicht wirklich in jeder Box dann eine Maske drin? Einfach so als Gag? Fände ich nice. Also ich würde es feiern, weil jeden Monat eine Maske zu machen, um so ein bisschen an sich selbst zu denken, ist schon cool. Dann haben wir hier etwas drin, das hatten wir noch nie in der Beauty-Box in dieser Art und Weise drin vertreten, oder? Das ist nämlich so ein Maniküre-Pediküre-Set. Das finde ich witzig. Also wenn das jetzt auch wirklich Sachen sind, die jetzt nicht so wie bei manchen Maniküre-Pediküre-Sets sind, die nicht scharf genug sind, dann feiere ich das. Bin ich mal gespannt. Also, wir haben hier drin
Das dürfte so ein, sowas tut mir immer weh, ne? So ein Nagelhautschieber haben wir hier mit drin. Das ist dieser hier aus Metall. Da bin ich nicht so Fan von, weil ich einfach, ich hasse es, meine Nagelhaut hochschieben zu müssen. Sieht man manchmal auch, aber so ist das. Dann haben wir Nagelclipser. Ich weiß nicht, bist du gut? Ich habe jetzt eigentlich keine langen Fingernägel, aber ich kann ja hier mal clipsen. Ob der das macht? Ja, doch. Boah, jetzt mache ich meine Nägel noch kürzer, als sie schon sind, ne? Doch, doch, also das macht er wohl. Das ist keiner, der sich beim ersten Clipsen verbiegt. Das ist gut. So, dann haben wir hier noch, das kann man so rausnehmen, okay, nice, eine Schere mit drin. Die fühlt sich, ich glaube, das ist so eine Nagelhautschere, ne? Oh ja, da habe ich bei einem Männer-Adventskalender von Douglas gesagt, ich möchte auch eine stumpfe Schere haben. Dann wurde ich aber korrigiert, Claudia, das ist keine stumpfe Schere, das ist eine Nagelhautschere, die muss so flexibel sein. Okay, die ist auch so leicht gebogen, was natürlich dann cool ist. Aber ich habe jetzt hier gerade leider keine, leider vor allem, ich habe keine abstehende Nagelhaut. Die wird schon hinhauen. So, was haben wir hier noch drin? Wir müssen das ja alles austesten, weil ich muss euch ja schon sagen, ob das ein gutes Set ist, ne? Ich war dann nämlich jetzt gerade erst im ersten Moment ein bisschen kritisch. Eine Pinzette haben wir dabei. Die fühlt sich jetzt aber nicht so ultimativ geil an. Wird auch nicht ungezupfte Augenbrauen. Ich kann ja mal gucken, ob die irgendein Härchen von mir greift. Ich habe tatsächlich Stirnhaare. Wobei, doch, das nimmt die schon runter. Doch, da muss ich jetzt ehrlich sein. Das nimmt die runter. Die ist ein bisschen verbogen, aber die nimmt die Haare schon mit runter. Ne? Wie gesagt, also die ist, die greift nicht so ganz. Die ist ein bisschen verbogen tatsächlich. Ja, das sieht man, ne? Aber die greift eigentlich ganz okay. Die ist auch nicht so super spitz, aber sie ist okay. Okay, dann haben wir hier noch mit drin eine Metallnagelfeile. Das ist die hier. Kann ich ja hier, wo ich gerade dran war. Eigentlich mache ich nicht so gerne mit Metallnagelfeilen meine Nägel, aber ich nehme manchmal eine Glasnagelfeile, manchmal so eine ganz normale, ne? Doch, aber die ist auch wohl ganz nice. Also das Maniküre-Set ist besser als jetzt auf den ersten Moment gedacht, weil dieses Plastikgedönsen mich erst ein bisschen abgeschreckt hatte. Huch, doch, aber ich glaube, wir werden Freunde. Ich glaube schon. Ja, ja. Dann mache ich das ja wieder in sein Etui zurück. Wir werden nicht lange so zusammenbleiben, denn sobald mein Freund das entdeckt hat, ist die Hälfte hiervon schon wieder verschüttet. Ich kenne ihn doch. Genau. Aber das ist schon doch. Also besser von der Qualität wirklich als gedacht. Das war jetzt ein ausführlicher Test, aber ne, muss man ja auch immer machen. So, dann habe ich hier von Max Factor etwas drin. Lipfinity Lasting Lip Tint. Das ist ja cool. Also das, ne, Max Factor hatten wir letzten Monat auch schon was von drin. Ich glaube eine Mascara oder so. Das kommt auf jeden Fall in meinen Fullface Beauty Box mit rein. Ist jetzt mal wieder ein Lippenprodukt. Da habe ich auch schon das ein oder andere drin tatsächlich. Das ist jetzt die Farbe 05, die ich hier habe. Und das scheint so ein, genau, so ein richtiger Filzstift zu sein. In einem geilen Ton. Also das werde ich jetzt nicht swatchen, weil das wird mir safe meine Hand einstainen. Dekorative Kosmetik, Tools, eine Maske, sagt man nichts, ne? Dann habe ich hier noch so einen Highlighter von Donna. The Donna ist das. Genau, das ist eine Marke, die ich nicht kenne. Sagt mir gar nichts. Finde ich interessant, wird ausprobiert. So ein roséfarbener Highlighter, ne? Recht billiges Packaging, bin ich auch ehrlich, ne? Da, ja, kriege ich nicht mal auf. Au! Habe ich das von der falschen Seite versucht? Ne. Hä? Hm, ich war einfach zu schusselig dafür. Okay, sieht sehr intensiv aus. Gucken wir mal. Oh. Interessante Farbe. Okay. Ja, vielleicht können wir was werden, ne? Habe ich jetzt hier an der Seite geswatcht. Da ist der jetzt, also sehr dezent habe ich den dahin geswatcht. Sieht man nicht so wirklich, ne? Habe ich gut gemacht. Geht so. Ja, halt kühl, aber kühle Highlighter funktionieren bei mir eigentlich ganz gut. Genauso wie Champagnerfarben. Ich mache mal einen dolleren Swatch daneben. Ja, siehst du auch nicht so viel mehr von, ne? Sitzt hier genau in der Mitte. Wobei der so auf den ersten Blick ganz gut aussieht. Doch, das kommt auch in meine Full-Face-Beauty-Box mit rein.
nett. Die haben hier auch eigentlich nur Fullface-Produkte drin. Fullface vor allem, Full-Size-Produkte. Wenn das halt so kleine Sachen sind, wie dieser kleine To-Go-Parfüm-Zerstäuber, steht auch mit in dem Heftchen, dass es quasi ein Goodie ist. Und das finde ich ganz nice, ne? Steht auch, ist ein Geschenk. Da kannst du dann deinen Lieblingsparfum abfüllen oder ein bisschen Toner oder so, worauf du so Bock hast. Was ich bei dem Parfüm-Zerstäuber übrigens gut finde, ist, dass hier dieses... sieht man nicht so. Ich weiß nicht, dieses Pinöppelchen, was da runterragt, ne, um das Produkt hochzuholen, das ist halt echt tief unten. Du hast manchmal bei diesen Viechern nämlich das Problem, dass die dann nur so, und dann schieben die so ein bisschen über den Boden und du kriegst den Rest vom Schützenfest nicht raus. Das ist hier anders und das finde ich cool. Ja, und das ist halt für, wenn du dann im Büro bist oder sonst irgendwo unterwegs bist, ne, dann hast du halt was von deinem Parfum mit dabei. Und das finde ich nice. Das finde ich cool. So, und jetzt haben wir hier noch ein letztes Produkt drin. Das ist ein Full-Size-Produkt und zwar von Dina. Also das sind echt Marken. Kennt man so nicht, ne? Pflegt und belebt beanspruchte Füße und macht die Haut sanft und geschmeidig. Ein Fußbalsam, 100 ml. Ich liebe Fußbalsame, weil ich jeden Abend meine Füße eincreme. Deswegen ist es voll meins. Huch, das ist keine Schutzfolie mit drauf. Deswegen ist mir hier gerade leider was runtergeflogen. Nehme ich ein bisschen was aus dem Deckel. Das hat so eine sehr, sehr reichhaltige Vermutungsoptik, kann man das dazu sagen. Also ich gucke mir das Produkt an und denke mir direkt, ja, das wird meine Füße reichhaltig pflegen. Sieht jedenfalls so aus. Hat so keinen Duft mit dabei, was ich positiv finde, weil sonst riechen solche Produkte ja gerne mal so nach Fußprodukten halt, ne? Und das fühlt sich auch gut an, als würde es auch schnell einziehen. Doch jetzt wird es minzig. Ja, typisch, ne? Sehr minzig. Genau, guck, ein minziger Arm. Doch, also das kann ich mir gut vorstellen, weil sich das auch gerade sehr, sehr pflegend anfühlt, aber gleichzeitig so, als würde es recht schnell einziehen, weil es halt schnell eingezogen ist jetzt gerade. Gefällt mir. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Produkte plus den Parfümzerstäuber. Und das sind sehr breit gefächerte Themenbereiche, um das mal so zu sagen. Und irgendwie finde ich es ganz cool. Es fühlt sich ein bisschen zusammengewürfelt an, wenn ich ehrlich sein darf, weil das Ganze nicht jetzt irgendwie so ein Motto hat. Wir haben, ne, nicht diesen einleitenden Begleitsatz drin, was ich persönlich cool finden würde, wenn die das irgendwie vielleicht hier ergänzen würden, dass man sich so ein Thema, irgendwas mit überlegt, dass man das so ein bisschen mitfühlen kann, ne? Dass man das so mittransportiert, also das so als meine konstruktive Kritik. Ansonsten sind es gute Produkte, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so geil wirken, wie sie dann tatsächlich sind. Also siehe Maniküre-Set, finde ich richtig gut. Und den Highlighter werde ich dann, wie gesagt, testen, genauso wie auch das Lippenprodukt. Die Maske werde ich verwenden, das Fußprodukt wird verwendet. Das heißt, alle Produkte, die in der Box drin waren, werde ich verwenden. Und das ist schon mal sehr positiv für eine Beautybox, um ehrlich zu sein. Ja, ihr Lieben, das war tatsächlich jetzt das Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!